am the Reaper. Hallo, hallo. Also, willkommen zurück zu Penumbra Nekrolog. Nach meiner letztrigen Sprengung habe ich jetzt mal soweit, glaube ich, gesehen, dass das Teil zwischengespeichert wird. Also, auch der Fortschritt, den ich jetzt vor der Sprengung gemacht hatte und jetzt... Also, das wurde gespeichert. Also, ich kann hier ohne Probleme weiter erkunden. Die Batterie sollte trotzdem eingesetzt sein. Ich habe es jetzt einfach mit meinem Batteriestand abgeglichen. Und da ich auch nur noch eine von diesen Dingern habe. Und auf der To-Do-Liste die Schlüsselkarte steht. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, das passt so. Ah, mein Lieblingsfernsehprogramm. Rauschen. Rauschen auf der Seefrequenz. Eine antarktische Karte. Wo liegt der Sinn, es eine unterirdische Station zu haben? Bah. Gut, aber nichts Nützliches. Taschenlampe geht mir auch wieder zu Neige. Kann ich hier? Natürlich nicht. Eine Elektrobatterie, das ist gut. Das heißt, wir haben 2 von 3. Und mehr Batterien, das ist auch sehr gut. Nachdem ich gerade angemerkt habe, dass die mir zu Neige gehen. Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht, hä? Mein Name ist, Alfred. Alfred Richardson. Das ist der 4. Zugang in einer Reihe von Experimenten, die ich auf dem Artefakt durchführe. Heute ist ein ungewöhnlicher Tag. Leute vom Laboratorium, das neben dem 2. Wohnbereich der Station liegt, sind interessiert in der Öffnung des Artefaktes. Es scheint, dass es wirklich etwas Wichtiges für die Organisation ist. Aber alle anderen Informationen werden klassifiziert und stehen nur einem schmalen Umfang von Leuten zur Verfügung. Ich denke, es macht keinen Sinn, das Artefakt alleine zu öffnen. Ich schaue mir besser mal die Fortschritte im Labor an. Okay. Der Plot ist für mich so ein bisschen 3 Fragezeichen. Ich glaube, der ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen bisher. Ich weiß auch nicht, inwiefern es daran liegt, dass mir einfach eben, wie gesagt, die Penumbra-Vorteile fehlen. Kann ich nicht mal behaupten oder nicht sagen, wo, ob das so daher liegt. Ja, genau. Hier geht es jedenfalls nicht weiter. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich habe eine 2. Batterie. Hier ist es verschlossen. Da war eine, aber hier war keine. Aber irgendwo muss Nummer 3 sein. Denn wir brauchen 3 Batterien und dann können wir hier den Generator aktivieren. Security Room. Da fehlt mir eben auch die Zugangskarte.
Einfach mal. Wieder raus. Das öffnete sich nicht. Und das öffnete sich auch nicht, das Labor. Hier war auch nichts weiter. Nein, nicht wirklich. Ich kann das Laboratorium sehen. Ja. Das war die verschossene, genau. Zerbrochene Whiskyflasche, aber. Bin ich immer gerade ein bisschen ratlos. Im Grunde kann es eigentlich nur hier im Generatorraum irgendwo sein. Ich meine, ich muss auch noch eine kleine Zugangskarte finden. Zu kurz war ein bisschen so versetzt erschrocken wegen dem Blinken. Von der Taschenlampe. Welche hat auch schon wieder zur Neige geht, das reicht's mir. Tut mir leid, YouTube. Ihr müsst das jetzt im Dunkeln ertragen. Ich wollte ja nett sein und, aber... Spiel lässt mich nicht nett sein. Entweder brauche ich jetzt noch eine Batterie. Oder die Zugangskarte. Eins von beiden. Auf jeden Fall irgendwas muss ich jetzt finden, sonst... Boah, dieses Rumgeflüster. Kriegt man ja einen Rappel dabei, echt. Immer dieses... Nee! Ich wollte jetzt Strom sparen. Und ich mach das jetzt. So. Auch nichts. Mann. Es ist nur eine blöde... Jetzt mit diesem Geräusch aufhören. Das geht mir schon wieder selber auf die Nerven. Boah. Gut, dass ich mir nicht beim Spielen zugucken muss. Ich spiele ja aktiv und denke nur im Nachhinein, was hast du denn für eine Scheiße gemacht? Aber... Große Batterie, wo bist du? Boah, jetzt fange ich ja schon mal an, meinen Popkiller zu knutschen. Ja, irgendwie so. Ihm dicken, fetten Schmatzer zu geben. Ja, genau. Heißt nichts. Nichts? Auch nichts. Ich hoffe mal, das passt mit der Aufnahme vom Ton. Sonst kriege ich ja auch einen Grappel, also, ja. So. Blöde Ohrstöpsel. Während dieses Flüstern ein bisschen penetrant wird, finde ich ja immer noch nichts. Gucke ich da oben nochmal nach? Nachdem ich irgendwie an der Tür vorbeikomme, ohne Schaden zu erleiden nach Möglichkeit. Da ist ein Rohr, aber... Nö. Hier ist auch nichts Sinnvolles. Jetzt gucke ich nochmal unten nach. Ah, das war die kaputte... Ja. Kaputte oder halt aufgebrauchte, wie auch immer. Jo, hier brauche ich es ja nicht mehr. Nein. So, dass wir hier nicht auf die Idee kommen, runterzufallen. Na komm. Genau. Kann ich immer hingehen und... Oh. Ach, der Knopf war nur eine Einbildung. Auch fies. Auf jeden Fall fehlt mir hier noch eine Batterie.
oder der Schlüssel. Wie auch immer. Eins von beiden fehlt mir jedenfalls. Ich könnte doch hingehen und... Ich nehme mich selber. Bei Spider-Man oder Amazing Spider-Man 2 hat das auch funktioniert. Ich glaube, der Mensch ist sogar an sich ein relativ guter Leiter für Strom. Also halt nur kein dauerhafter, aber so die Leitfähigkeit an sich ist schon, ja. Naja, er besteht auch zum größten Teil aus Wasser, wobei Wasser an sich ja kein Strom leitet. Außer es ist relativ salzhaltig. Dann leitet Wasser wiederum sehr gut, aber Wasser an sich ist, glaube ich, ein sehr schlechter Leiter sogar. Meine ich. So ein bisschen so ein Klischee, dass es anders wäre, welches aber eigentlich gar nicht stimmt. Meine ich gehört zu haben, aber ja. Ist auch so ein bisschen nur Halbwissen, was ich hier jetzt einfach mal so rausposaune. Kann ich mich natürlich auch ganz gewaltig irren und das heißt, oh Zero, was hast du denn für ein Bockmist geredet? Was im Laufe eines Tages auch sehr gerne mal öfters passiert. So, und das Szenario finde ich jetzt hier auch nicht mehr so gruselig, wenn ich schon am Randalieren bin. Denn ich irre ja schon eine Weile rum. Und mir gehen die Batterien aus. Ja, alles in allem. Ja, doch so. Nö. Jetzt hier. Nö. Mann. So, Strom sparen. Neue Öko-Initiative. Wir haben jetzt auch so einen Baumkuschler. So. Hä? Ich durchsuche hier alles doppelt und dreifach ab. So, wisst ihr was? Ich verlasse hier erstmal wieder den Raum. Wenn der hilft, bin ich weiter. Aber hier ist mir die Zugangskarte. Ich gucke jetzt hier kurz nochmal nach. Hier sind Spinte. Das ist mir jetzt auch egal. Hör auf, den Popkiller zu knutschen. Ich sag jetzt immer knutschen, das ist jetzt so essen. Ja, nein. Eins hat Batterie noch. Aber nur noch eins. Das kann ich bei dem Scheiße gebrauchen. So. Mann, nicht mal Frischwasser. Ich verstehe so langsam, dass hier alle tot sind. Wäre ich bei den Zuständen hier auch. Und hier gibt's wirklich gar nichts Nützliches? Ich meine ja, ich... Ja, okay. Ich kann eins machen. Hat das das Zeug ausgelöst? Nö. Halt! Halt! Was bedeutet der Pfeil hier? Keine Ahnung. Ich kann damit jedenfalls nichts machen. Kann ich auf den stehen? Kann ich. Also theoretisch. Theoretisch könnte ich versuchen, mich da... drüber zu glitschen. Das ist noch so meine erste Idee, wenn ich gar keine Idee mehr habe. Was könnte ich jetzt noch machen, um weiterzukommen? Ich
Glitche. Das war blöd. Das ist auch blöd. Ich wollte hier. Ja, super. Ich habe einen Gamebreaker gefunden. Ich komme nicht mehr an die Kisten ran. Kann ich die wiederholen? Danke. Ich war doch gerade eben auf der Kiste drauf. Ja. Hä? Ich hab's doch drauf geschafft. Ich brauche theoretisch nur irgendwas Kleineres noch. Reicht das? Stehe ich dadurch höher? Nee. Irgendwas Kleineres. Nein? Nein, kann ich da drauf stehen? Perfekt. So. Fuck the system. Ich hoffe mal, das funktioniert. Das wäre... Ich habe meinen Stuhl verloren. Danke. Aber gut abgestellt. So. Wo... Hier. So. Dann... Möcht mir auf den Stuhl. Ich möchte auf den Stuhl. Yes! Fuck the system! Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber es hat funktioniert. Ah, schön. Screw the rules. I have glitches. Ganz ehrlich, Leute. Bevor ich jetzt das Spiel breake, funktioniert nicht. Das hat jetzt zwar funktioniert, aber es hat sich unglaublich nach einem Glitch angefühlt. Und ich weiß nicht, ob das so gedacht ist vom Spiel. Oh, sieht das hier geil aus. Stückchen bis vorhin könnte es gegangen sein. Sieht das hier cool aus. Cool. Hey, ich konnte die anderen auch anklicken. Gemein. Okay. Würde mich jetzt echt interessieren, ob das so gedacht ist im Spiel. To-Do-List. Die Archive hier wird automatisch mit Türen blockiert. Sie werden sich ohne Elektrizität nicht öffnen lassen. Oh. Da ist im Und dafür brauchen wir den Generator. Energieversorgung wird.
Okay, das lese ich mir beim nächsten Mal durch. Ich habe es, glaube ich, schon wieder länger aufgenommen, als ich eigentlich wollte. Ich wollte es nämlich nur kurz eine Stunde aufnehmen, weil, ja, ich keine Folgen mehr habe und Laser wieder. Ist die Konnektionsstoffe in der Nähe? Sind sie vielleicht zufällig, nicht so gefährlich, wie sie scheinen? Probieren wir es aus. Komm. Komm ich da hoch? Ja. Okay. Sind ein bisschen gefährlich. Das war's mit Penumbra Nekrolog. Das nächste Mal erkunden wir hier die Archive. Oder halt hier die Vorarchive. Grüße von eurem Hedgehog.